Elias, nimm jetzt bitte die verdammte Flasche. Och Mann, ey, immer dieselbe Leier, derselbe langweilige Mist mit dir. Du kannst jetzt auf die... Okay, Elias, du bleibst hier. Wer kommt hier heute? Es sollte keiner klingeln. Wir beide heute alleine. Ist deine Mama früher zurück? Hallo? Hä? Was? Wer bist du denn? Hey! Na, du? Fahrstuhl ist zu. Wo kommst du denn her? Bist du Emily? Oh, no. Ich muss jetzt, glaube ich, mal ganz kurz hier mit dem Babysitter telefonieren. Elias, wer ist das? Wer ist das denn? Ja, was ist das denn? Ja, moin. Du, sag mal, ich bin Steno. Ich bin hier gerade mit Elias in der Wohnung. Und dann hat sie plötzlich geklingelt und jetzt ist hier ein Mädel. Ja, das ist Emily, meine zweite Tochter. Ja, wie? Ich soll jetzt auf zwei aufpassen. Zwei im Preis von einem. Was ist das denn? Willst du nun Geld verdienen oder nicht? Diggi, es hieß, ich soll auf Elias aufpassen. Wer ist Emily? Das stand nicht im Ver... Jetzt hör mir zu. Ja. Du willst von mir Geld und diskutierst nur. Ja. Ich kann auch einen anderen gut suchen. Kein Problem. Nein, nein, bitte nicht. Ja, besser. Nein, nein. Okay, ja. Alles cool. Ja. Mm, jo. Super. Jo. Tschüss. Ciao. Penner. Wie hast du mich gerade genannt? Entschuldigung. Nein, nein. Ich meinte Renner. Das ist ja der Renner. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja. Was mache ich denn jetzt mit euch beiden? Kennt ihr? Also ja, ihr kennt euch ja natürlich irgendwie. Okay, also du pass mal auf, Emily. Wir müssen uns ja gleich mal kennenlernen. Elias, heute ausnahmsweise darfst du dir mal den Fernseher reinziehen, den gelben. Ich habe gesagt, du sollst dich hinsetzen. Setz dich verdammt nochmal hin! Mann, ey, hinsetzen! Hör auf zu weinen! Er kriegt jetzt die Flasche, dann ist er ruhig. Bin ich mir ganz sicher. Hör auf zu weinen, Elias. Du kriegst jetzt die Flasche von mir. Hier. Und jetzt halt die Klappe. Ja, ne? Perfekt. Hast dir in die Windel gemacht, ne? So, Emily. Mensch, bist du ein ruhiges Kind? Also ich reagiere da ganz allergisch drauf, wenn hier Leute Mist machen, ne? Es geht für dich heute zwei Regeln. Kein Mist bauen, mir nicht auf den Keks gehen. Wenn du die Regeln befolgst, haben wir keine Probleme. Solltest du die Regeln nicht befolgen, gibt es andere Probleme. Okay? Gut, ich setze dich jetzt hier in den Kindersitz und dann gehe ich mal ganz kurz einkaufen. Keine Faxen, Elias, okay? Keine Faxen. Du guckst Fernseher, du bleibst da ganz kurz sitzen. Ich bin sofort wieder da. Ich muss ganz schnell eine neue Flasche kaufen. So, oder ich hoffe, da ist nichts los. So, ganz schnell Fahrstuhl rufen und rein da. Jo, perfekt. Und tschüssi, perfekt. Ich bin wieder da. Ist das da oben Waschmaschinengeräusch? Emily? Emily und Elias, wo seid ihr? Hört ihr das? Was ist hier los? Emily? Emily! Hast du Elias in die Waschmaschine gesteckt oder was? Das geht nicht! Oh Gott! Oh Gott! Elias! Elias, geht's dir? Oh Gott! Elias, ruh dich kurz aus! Komm mal mit, Göre. Das kann ja wohl nicht sein, dass du hier Leute in die Waschmaschine reinsteckst. Das kannst du nicht mit deinem kleinen Bruder machen. Jetzt gibt's Toilettentaucher für dich. Ist so. Rein in die Toilette. Ja, das ist mir auch egal dann. Und wie soll ich das denn jetzt der Mom erklären? Och nee. Also Emily, weißt du, ich habe doch gesagt, du sollst dir keinen Mist bauen. Du brauchst deinen Bruder auch gar nicht irgendwie zu irgendwas anstiften. Das war gefährlich. Ich probiere es jetzt nochmal auf dem guten Weg, okay? Reiß dich zusammen. Kein Ärger mehr. Und jetzt setzt du dich dahin. Ist das klar? Hier bleibst du sitzen. Und du machst nichts anderes, okay? Sehr gut. Ich guck mal nach dem kleinen Elias. Elias! Hallöchen? Oh! Hast du A gemacht? Guck mal, wie der sich freut. Na, komm mal mit. Ja, ne? Oh, warte mal. Ich muss noch einmal ganz kurz die Waschmaschine dazu machen. Ja, dass wir hier auch keine Probleme mehr kriegen. So, komm mit, kleiner Mann. Wo ist denn schon wieder deine Schwester? Bleib mal hier liegen. Emily! Wo bist du? Auf Toilette wahrscheinlich? Da bist du! Sag mal, was machst du denn hier in der Küche? Wolltest du was essen? Wolltest du dir ein Sandwich schmieren oder was? Ich meine, ich habe da prinzipiell kein Problem mit, aber dann sag mir doch Bescheid. So, dann mache ich dir mal ganz kurz eins, ja? Komm, du bleibst mal hier kurz, setz dich mal gleich hin. Ich mache dir mal ein kleines Sandwich hier, Wurstbrot und so, aufgeschmeidig, packe ich noch ein bisschen Käse drauf. Irgendjemand meinte letztens zu mir, ich soll auf Käse immer Tomate drauf. Sag mal. Okay, wenn du es selber darauf legen willst, gut, aber nicht mit mir jetzt gerade erstmal. Ich packe dir noch eine Zwiebel drauf, so, weil, also ich würde das Sandwich genau so essen und dann machen wir ein Brot drauf, ne? Na komm,
ist das Brot. Na los, Emily. Ist jetzt das Brot. Ich hab dir jetzt ein Sandwich geschmiert. Jetzt musst du es auch essen. Alles klar. Okay. Alles klar. Mach einen Abgang erstmal. So, ich gehe jetzt auf jeden Fall Elias wickeln. Das ist mir alles auch hier viel zu blöd da mit Emily. Ich sag dir, also bei der stimmt irgendwas nicht. Also du bist ja hier ab und zu mal so ein bisschen rumteleportieren und Dämonenform und sonst was. Aber brauchst mir auch gar nicht so kommen. Ja, ne? Eine volle Windel. Da machen wir die gleich mal wieder Sutsche und alles ist okay. Ich platziere dich mal ganz kurz hier, ja? Muss jetzt mal mit Emily ganz kurz, ne? Emily? Oh Gott. Hallo, lebst noch? Ja, es tut mir ja leid. Ey, manchmal kann ich mich auch nicht so kontrollieren, gerade wenn du immer so einen Ärger machst. Jetzt habe ich dir dann ein gutes Sandwich gemacht und jetzt willst du das nicht. Ich bringe dich jetzt ins Betty. Dann bringe ich den Elias ins Betty. Ne? Und dann könnt ihr beide gleich mal schlafen. So, müssen wir Elias noch ins Bett bringen. Guck mal. Der ist glücklich, der sitzt da und ich kann ihn dann auch nicht mehr runternehmen. Perfekt. Elias, runter vom Hochstuhl jetzt. Sofort. Runter vom Stuhl. Jetzt. Runter vom Stuhl jetzt, habe ich gesagt. Meine Güte nochmal. Ich leg dich jetzt ins Bett zu deiner Schwester. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der da gar nicht hin will, Leute. Willst du mir irgendwas sagen? Wollen wir das im Nebenraum besprechen? Willst du mir irgendwas sagen? Ist irgendwas mit Emily los? Nee. Ich behalte das im Auge, ne? Du musst dir keine Sorgen machen, Kollege. Wirklich nicht. So, Emily. Elias legt sich jetzt mit dir hier hin und ich habe keinen Bock auf Ärger. Okay? Ja? Gut. Ich lese jetzt eine kleine Geschichte vor. Es war einmal als Ende. Ihr könnt schlafen gehen jetzt. Geschichte ist durch. So. Hier ist Feierabend. Ich setze mich da jetzt nicht hin. Ich gehe jetzt schlafen. Alles wird jetzt entspannt. Huh? Was machst du denn hier unten? Elias, wie bist du da gerade nach unten gekommen? Sage mal, mein Freund, wollt ihr mir... Ihr beide steckt unter einer Decke, stimmt's? Eine Sache. Eine einzige Sache jetzt. Nichts mehr bis morgen früh. Nichts. Beide, gar nichts. Kein Ärger, keine blöden Streiche, einfach schlafen. Gut, jetzt gehen wir nach unten. Meine Güte nochmal. Ich hab so langsam echt die Schnauze voll, ja. Also hier ist jetzt alles Gucci. So, leg ich mich mal ein bisschen hin und dann schlafe ich mal eine kleine. Und... Sag mal, was ist denn hier los? Emily und Illy... Was habt ihr denn hier gemacht? Wollt ihr hier ein Sandwich schmieren oder was? Ihr solltet schlafen! So, Elias, mitkommen! Du bist der große Bruder und musst aufpassen! Abgang! Und Emily, du denkst auch, du kannst, wenn du hier bist, dein Bruder die ganze Zeit nur zu Unsinn verleiten, oder was? Nee, du kannst auch einen Abgang machen. Raus mit dir! Ihr beide könnt ja jetzt auf dem Flur liegen und schlafen. Meine Güte nochmal. Jetzt muss ich hier alles per Hand wieder aufräumen. Das kann doch... Ja, auf entspannt, würde ich sagen, oder? Alles locker. Schau ich mal wieder in Ruhe Fernsehen. 12 Sekunden später. So, meine Kleinen. Oh, du guckst aber auch immer die ganze Zeit böse, ne? Du bist ein richtig böses Kind bist du. Du hast nur Unsinn im Kopf. Guck dir mal Elias an. Nimm dir mal ein Beispiel an deinem Bruder. Ja? Der lacht hier wenigstens die ganze Zeit. Hör auf zu weinen. Muss jetzt nicht sein. Nur weil ich den Elias jetzt hier nach oben bringe, der macht immerhin auch nicht so viel Mist. So, ab ins Betty mit dir. Emily schläft heute definitiv nicht in deinem Bett. Das ist mir jetzt zu gefährlich mit euch beiden. Emily, die kann hier heute in der Waschmaschine pennen. So ein Ding ist das nämlich, ne? Wenn böse Kinder zu Besuch kommen und hier auch noch Mist machen, dann gehen die in die Waschmaschine. So läuft das. Und ich will heute keinen Mucks hören. Du gehst da rein und ich will nichts hören. Hier ist Ruhe. Und vorher drehen wir dich noch mal ein bisschen, ne? Viel Spaß. So. Hast Spaß? Okay. Guti, dann kann ich mich ja jetzt in Ruhe hinlegen und erstmal bis morgen schlafen. Und dann machen auch das erstmal die Eltern hier jetzt wieder, ne? Ein neuer Tag, ein neues entspanntes... Oh mein Gott!
Bruder, was geht denn bei euch beiden ab? Was macht ihr denn da mit dem Basketballkorb? Sag mal, Emily, was sitzt du denn da auf Elias? Was soll das? Rüber da mit dir. Mensch, Elias, komm her. Also, was habt ihr denn da schon wieder gerade gemacht? Ihr beide setzt euch jetzt wie Bruder und Schwester. Ich hab gesagt, wie Bruder und Schwester. Setzt ihr euch jetzt hier hin? Und guckt in Ruhe Fernsehen. Und richtig süß nebeneinander, ist das klar? Ihr habt euch beide schön im Arm. Oh, guck mal. Ja, ne? Das ist doch niedlich. Okay, ich mache jetzt in der Zeit erstmal schnell das Fläschchen klar. Und gucken wir mal. Ha, 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 ha. Das ist überhaupt nicht lustig. Elias, du sollst das nicht machen, wenn deine Schwester hier ist. Hast du mich verstanden? Die Flasche gibt's jetzt nicht für dich, mein Lieber. Heute nicht. Ist so. Du setzt dich jetzt wieder auf die Couch, kapisch? Hier vorne. Gut. Bevor ich jetzt nämlich die Flasche gebe, muss ich mir selber erstmal ein Sandwich schnell machen. Bam. Digga, da kommt auch nicht viel rauf. Noch ein kleines Ei. Hier so. Und ein bisschen Käse. So, Leute. Und ihr wisst, auf Käse kommt noch ein bisschen Käse. Und auf den Käse kommt noch Käse. Und das Sandwich nehme ich mir. Und hier nehme ich noch einen Teller. Also ehrlich. Was geht da hinten ab? Hört ihr das? Was läuft denn da jetzt? Was ist da los, Zeule? Was ist da? Was macht der da? Seht ihr das? Elias? Was stellst du da gerade am Fernseher ein? Kollege, was wolltest du da gerade machen? Du hast doch da nicht irgendwelche verbotenen Filme angemacht. Sag mal. Ab nach oben mit dir. Du hast Hausarrest. Für mindestens 365 Jahre. Ist das klar? In dein Bettchen. Ich hab gesagt, dein Bett rein. Ich hab gesagt, ins Bett. So. Jetzt bleibst du hier liegen. Jetzt reden wir mit Emily. Meine Liebe, was war das denn hier gerade? Hast du dir da irgendwelche komischen Sachen angeguckt? Du sag mal, das ist nicht erlaubt. Ist so. Es geht jetzt mit dir ab in den Schrank und da bleibst du auch. Ich sag dir, wie es ist. Machen wir zu. Was war's hier? Ich mach hier alles jetzt zu. Hast du gerade gelacht? Besser ist das. Gut, Leute. Keiner hat gelacht. Alles ist entspannt. Dann gucken wir mal nach oben, ob der Elias jetzt hier auf ganz geschmeidig... Wie bist du da aus dem Bett gekommen, mein Lieber? Warum bist du hier am Schrank? Wolltest du hier gerade irgendwas machen? Hä? Kollege? Hast dich bestimmt vertan, ne? Ja. Dann wieder ab ins Bett mit dir. Und da bleibst du. Gut. Gehen wir mal nach unten. Mal ganz entspannt. Die Küchentür ist... Emily? Keiner da. Oh, das ist nicht gut, Leute. Die Tür ist offen. Emily? Hallo? Hä? Was ist denn hier los? Wo ist die... Da oben spielt doch jemand. Da oben ist doch jemand. Also sag mal, das war das letzte Mal. Das letzte, was macht ihr hier beide da? Elias, kommt da runter von der Kiste. Elias, runter da. Und Emily, hör auf, mich so doof anzugucken. Elias, runter von der Kiste. Elias? Emily, du kommst jetzt mit. Du hast nichts gesehen, nichts gehört. Und ich glaube, wir gehen jetzt mal irgendwie eine Runde spazieren oder so, ne? Ich glaube ja, du gehst mal alleine spazieren, oder? Also, Emily, es tut mir wirklich leid. Ich. Bitte sag das nicht deinem Vati, okay? Tschüssi. Oh, hell no. Elias. Oh no, der Typ ist Rippmann. Was mache ich denn jetzt? Ich... Moment, ich habe eine Idee. Ja, Leute, ich glaube, das fällt nicht so auf, oder? Ich habe dem Vati ja gesagt, ich kann das nicht, auf zwei Kinder aufpassen. Was soll ich sagen? Das ist ja auch irgendwo nicht meine Schuld. Eine Ewigkeit später. So, Emily, wir gehen jetzt nach Hause. Oh Gott. Was hast du da mit dem Baby gemacht? Elias? Elias? Hallo? Ah! Oh Gott. Elias, also, der Emily geht's, glaube ich, gar nicht gut. Guck dir die mal an. Hier stimmt doch irgendwas ganz gewaltig nicht. Ihr beide, ihr könnt jetzt ins Bett des Teufels gehen. Ihr seid Teufelsgeschwister. Von mir aus bleibt dahinter. Oh, oh. Nein. Nein! War dann auch wieder nicht richtig, ne? Was soll ich sagen? Elias ist mittlerweile echt ein bisschen ruhiger geworden, muss ich sagen. Und alles ist super entspannt. Hallöchen, mein Kleiner, na? Was machst du denn da? Spielst du hier? Mit dem Xylophon oder was? Wollen wir ein bisschen spielen?
Hey, du siehst heute gar nicht gut aus. Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen? Sieht ja fast so aus, als hätte ein Bruder dich oder so geärgert. Oh mein Gott! Hä? Was? Hey Mann, wer bist du denn? Hä? Was ist jetzt denn passiert? Elias? Wer ist... Oh, hell no. Nicht noch so ein Baby. Echt jetzt? Guck mal, wie der schaut. Hast du den geärgert, den Kleinen? Hast du Elias geärgert? Wer bist du, hä? Marvin oder was? Ich würde sagen, du siehst aus wie Marvin. Alles klar, Marvin. Da würde ich sagen, erstmal in den Kühlschrank. Ich zeig dir nämlich mal, wie das hier läuft. Nimm dein Telefon ruhig mit. Alles cool. Elias, Mensch, du siehst gar nicht gut aus. Was hat der mit dir gemacht? Hä? Komm, wir gehen mal ganz kurz an den Wickeltisch. Machen das hier alles ganz entspannt. Und dann gehen wir... Marvin, ich hab dir gesagt, du sollst hier aus dem Kühlschrank gehen. Wir gehen jetzt zum Kühlschrank und dann sperre ich dich... Nein! Nein! Ich kündige! Ich mach das nicht mit! Nicht mit drei! Nicht mit drei Babys! Ja, moin. Ich hab da gerade drei Babys vorgefunden. Du, sag mal, habt ihr Drillinge? Elias war das Beste, was uns jemals passiert ist. Deshalb brauchten wir mehr. Echt jetzt? Ja. Aber, also, es hieß ja, ich soll auf ein Baby aufpassen, oder? Diskutier nicht mit mir. Was? So wie du mit Elias umgegangen bist, solltest du eigentlich gar keinen Job haben. Och, bitte. Du bekommst 10 Euro weniger. Ja, okay. Verstanden? Ja. Ich will das Zehnfache vom Preis. Wenn du so weitermachst, kriegst du gar nichts mehr. Ja, okay. Tschö. Alles klar? Wir müssen doch wieder rein. Ansonsten werde ich gefeuert, wie es gerade hieß. Ja, meine Freunde, also, du bist der Leon, du bist der Marvin und du bist der Elias? Elias? Bro, deswegen bist du so. Du hast hier zwei Geschwister oder was? Pass mal auf, Elias, ich bring dich jetzt erstmal ins Bett, weil... Digga, du kannst heute nichts anderes machen wie schlafen gehen. Es tut mir leid, Mann, aber ist so. Ich leg dich jetzt ins Bettchen. So, da kannst du erstmal bleiben. Und jetzt kümmere ich mich mal um deine kleinen Brüder. Alter, Leute, was ist das denn? Hab ich da unten was gehört? Was zur Hölle geht hier unten ab? Was ist denn hier? Marvin! Leon! Hört auf, jetzt irgendwelche Faxen zu machen! Ich hab euch bestraft! Hör auf zu sprechen! Leon? Leon? Marvin, kannst du mal aufhören mit den Liegestützen, bitte? Leon! Oh Gott, ich... Marvin, hör auf jetzt! Marvin, ich hab gesagt, du sollst aufhören mit der Liegestütze! Oh Gott, was mach ich denn jetzt mit deinem Bruder? So, das Ding ist erledigt. Marvin, komm mit, wir gehen spazieren. Du hast nichts gesehen, du sagst auch nichts, Mama und Papa, okay? Bitte, sag denen das nicht. Ja, Marvin, was soll ich sagen? Ich habe jetzt hier erstmal wieder die Wohnung sauber gemacht. Das ist doch schon mal gut für uns beide, oder? Willst du was zu trinken haben? Komm, ich geb dir mal was. Na, komm her. Ja, ein Feini. Schön, ne? Jetzt hast du ein bisschen Puppe gemacht. Jetzt machen wir mal schnell die Windel hier. Ganz, ganz schnell sauber, okay? So, mein Lieb. Marvin, Marvin, ich hab dir gesagt, hör auf damit. Du bleibst da hinten. Wenn ich dir das sage, ist das klar? Nix hier mit deinem Bruder oben. So, mein Kleiner, jetzt geht's ab für dich nach oben. Ihr beide schlaft heute zusammen, okay? Ich hab nur ein Bett für euch und... Elias, was machst du denn hier? Kollege, du solltest doch ins Bett gehen. Ich hab doch gesagt, im Bett liegen bleiben, Schlafi machen. Hast du das von unten gerade mitgekriegt? Ich vertraue dem nicht, Leute. Was soll ich sagen? Okay, ich leg dich hier rein. So, Marvin und Elias, du kannst auch ins Bett gehen. Und ihr beide könnt jetzt hier auf ganz entspannt schlafen. Guck mal, Marvin ist eher so der Lustige, ne? Dem vertraue ich. Aber Elias ist so... Oder warum bist du so traurig, Bro? Weißt du, wie ich meine? Mann, das ist beängstigend. Okay, ich hole jetzt ein Geschichtenbuch und... Ach, weißt du was? Das könnt ihr selber lesen, oder? Ja, das kriegt ihr schon hin. Hier, liest dein Bruder irgendwie was vor, Elias. Ich habe schon oft genug was vorgelesen. Reicht mir auch. Will heute auch mal ein bisschen chillen hier, ne? Mal ein bisschen auf die Couch. Auf ganz entspannt. So, nämlich. Okay. Ah. Hä? Junge! Was ist da oben denn los? Elias und Marvin? Was macht ihr da drinne? Was ist hier los? Oh mein Gott, Elias, lass Marvin runter! Oh mein Gott! Was machst du da mit dem? Findest du das witzig? Hör auf, den jetzt fliegen zu lassen. Elias, letzte Warnung für dich. So, Kollege, mitkommen. Du kommst jetzt mit. Du brauchst gar nicht so blöd zu lachen, mein Bester. Das gibt jetzt erstmal Baby-Football. So, was machst du da mit Marvin, ha?
Was, findest du das witzig? Du kannst jetzt auf dem Flur schlafen, mein Lieber. Was ist mit dem Kind los? Ja, fängt er an zu heulen. Den Kram kannst du anders machen, aber nicht bei mir im Haus. Marvin, wo bist du? Marvin? Marvin, hör auf, die Augen zu verdrehen. Bitte. Marvin, bitte. Oh Gott. Marvin, verdrehst du noch einmal die Augen, kommst du da nie wieder runter. Du bleibst jetzt auf dem Dachboden da oben. Mach ich zu, das Ding. Ich wollte das doch alles nicht, Leute. Oh Gott, aber Hauptsache, er ist nicht tot. Das war mir auch alles zu viel. Ich leg mich jetzt erstmal schlafen. Elias, Marvin, heute gibt's die Milchflasche, ja. Was habt ihr da drin gemacht? Was habt ihr in der Küche gemacht, ihr beide? Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? So, Kollege, raus mit dir. Und du brauchst auch gar nicht weinen. Es gibt jetzt Toilettentaucher für dich. Also, Summer, was habt ihr denn mit eurem Bruder gemacht? Rein ins Klo, hab ich gesagt. Und da bleibt's jetzt auch drin. So, Toilettentaucher. Für den ist Feierabend. Und du, mein Lieber, brauchst da gar nicht so blöd sitzen. Was ist denn da mit deinem Bruder passiert? Raus jetzt mit dir! Und da kannst du bleiben. Meine Güte. Ist das hier alles wieder auf... Oh, das ging ja schnell. Auf entspannt. Ja, Leute. Also, ich glaube, Leon geht's nicht mehr so gut. Kann mal einer den Kinderarzt rufen? So, mein Lieber. Jetzt gibt's was zu essen und sowas will ich nicht nochmal erleben. Ist das klar? Ich hole jetzt mal deinen kleinen Bruder rein, ne? Ja. Ne? Setz dich mal da drüben hin. Oh Gott. Entschuldigung. Setz dich mal da drüben hin, habe ich gesagt. Oh Gott. Entschuldigung. Komm her. Also, setz dich mal da drüben hin, ne? Hier, von mir aus hier ist auch in Ordnung. Also, alles völlig entspannt. Ich nehme jetzt die Flasche. Wer soll die von euch kriegen? Ha? Wer soll die machen? Wer mehr Liegestütze schafft? Wollen wir das machen? Elias, Marvin, es gibt jetzt ein kleines Liegestütze-Wettbewerb und der Gewinner darf aus der Flasche trinken. Deal? Okay. Komm schon, komm schon, komm schon! Los, Elias, los! Marvin, gib Stoff, gib Stoff, gib Stoff, beide! Komm schon, noch ein! Wer hält das länger durch? Wer hält das länger durch von euch beiden, hä? Komm schon! Boah, Junge, wie du durchziehst! Wait a minute! Tja, Elias! Da lachst du noch. Du hast auf jeden Fall nicht gewonnen. Mach einen Abgang. Gut gemacht, Marvin. Ja, ich weiß, dein Bruder hat ein bisschen Pech gehabt. Aber guck mal, da kriegst du was zu trinken. Tja, Leute, man muss den Kindern ja auch mal ein bisschen Erziehung beibringen, oder? So, bringen wir dich erstmal zum Wickeltisch. Was denn mit deinem Bruder? Sollen wir den auch nochmal wickeln? Ja, warte mal, ich hole ihn kurz. 12 Sekunden später. So, meine Kleinen, da bist du auch schon. Ja, dein Bruder hat sich jetzt in die Hose gemacht, weil der was zu trinken bekommen hat, ne? Beim nächsten Mal musst du halt mal ein bisschen Gas geben. Mein Lieber. Jungs, was ist hier schon wieder mit der Windel los? Ach, Jungs. Oh, ah, 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 ah. Ah, nice try. Oh, komm schon, Windel. Ach, Leute, das ist auch nicht mehr witzig. Auch beim 10. Mal nicht mehr. Ach, komm schon, Windel, Windel, Windel. Ja, na, 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 na. Na? Aha. Und bam. Ich nehme die Windel jetzt mit. Ich will hier auch nichts mehr hören. So, mein Lieber. Wer von euch braucht die Windel? Du. Guck mal, Elias ist glücklich. Ich mag Elias jetzt. Der ist ja sonst eigentlich immer der Traurige gewesen gestern. Aber heute, muss ich sagen, ne? Du bist der kleine Loser von beiden. Du bist ein kleiner Loser auf jeden Fall. Ja. Ich pack dich mal in die Toilette. Loser müssen ins Klo. Ja, ne? Weiterhin so glücklich bleiben. Gut machst du das, mein Lieber. So, bringen wir dich mal ins Betti. Ne? Na komm schon. Na los, rein da mit dir. Soll ich deinen Bruder noch holen? Ja, mach ich kurz. Marvin, du sollst ins Bett. Marvin, Leute, wo ist der hin? Hä? Marvin, wo bist du? Hey, bist du im Kühlschrank? Auch nicht. Hm, oh, die Tür ist offen. Marvin, was macht ihr denn da an der Tür? Marvin, du sag mal, was machst du denn da vor der Tür? Hab ich dir erlaubt, mit den Nachbarn zu reden? Oder da gegen die Tür zu klopfen? Junge, du hast Hausarrest! Da hinten kannst du bleiben. Du brauchst doch gar nicht weinen. Beim nächsten Mal tut's noch mehr weh, Kollege, ist das klar? Mann, oh Mann. Kindererziehung ganz wichtig heutzutage. So, Junge, du hältst jetzt mal die Klappe da und hörst auf zu weinen, ist das klar? So, Marvin, es geht ins Bettchen jetzt mit dir, ne? Ich will heute nichts mehr hören. Gar nichts mehr. Ich gehe jetzt einkaufen. Du und dein Bruder, ihr macht keinen Mist. Ist das klar? Du bleibst jetzt hier liegen, ich gehe einkaufen. So. Bis später. Und wehe, du verlässt die Tür. Wehe, du gehst hier raus. Ja, der darf heute im Elternbett pennen, ne? Ist auch mal entspannt. Ich muss jetzt auf jeden Fall mal ganz schnell einkaufen, damit ich keinen Ärger bekomme. So, Freunde, dann wollen wir mal.
6,5 Stunden später. Ich bin wieder zu Hause. Elias, Marvin, was macht ihr hier? Nehmt ihr schon wieder ein TikTok-Video auf oder was? Hey, hört mal. Hat der Marvin sich da gerade in die Hose gesch... Sag mal, was soll denn das? Sag mal, Marvin, was soll das denn? Hab ich dir erlaubt, dass du dir in die Hose darfst? Nix da, Kollege. Wo ist der hin? Was machst du denn jetzt in der Küche, Mensch? Rein da in den Kühlschrank. Wenn du meinst, du willst keine Windel kriegen, okay. Alles klar, da kannst du so viel zittern mit deinem Fuß, wie du willst. Ist mir völlig egal. So, Kollege, und du machst jetzt auch mal einen Abflug. Mann, ey. Hallo? Elias? Elias! Oh Gott! Marvin! Marvin, wir müssen hier ganz schnell raus! Wir müssen ganz schnell weg hier! Ja, ich glaube, dann rufe ich mal den Kinderarzt an, oder? Ja, moin. Also ich bin nicht länger an dem Job interessiert. Die Babys schlafen ruhig. Das ist gut. Ja, ich glaube, da muss doch mal der Kinderarzt her, ne? Was? Wieso? Ja, vielen Dank. Hä? Jo, jo, ich mach da Feierabend. Hey, jo, jo, nein! Tschu, jo, jo, jo. Nein! Elias ist heute nicht da. Emily, was machst du denn hier auf dem Stuhl? Da sitzt du doch normalerweise gar nicht. Komm mal da runter. Was ist denn mit dir passiert? Emily, was ist das da hinten? Hast du da jetzt hingemacht? Ich setz dich jetzt hier hin. Wehe! Das kommt von dir. Gib mir die? Hallo? Oh Gott. Oh. Elias, was machst du denn da in der Toilette? Bro, soll ich dich da... Ich krieg den da einfach nicht raus. Elias, warte kurz. Ich hol einen Löffel. Leute, was ist denn jetzt passiert? Okay, warte ganz kurz. Elias, ich komm. Ich hol dich da aus der Toilette raus. Oh, kurz hier vorbei. Und da. Komm schon. Komm schon. Ich greif jetzt da. Wow. Ich krieg's nicht hin. Elias, das machen wir jetzt. Bro, ich hab deinem Vater versprochen, dass hier heute nichts schief geht. Wie bist du denn da in der Toilette gelandet? Emily, kannst du mir mal sagen, wie dein Bruder da in der Toilette gelandet ist? Komm mal mit. Was ist da denn passiert? Guck dir das mal an hier. Oh nee, ey. Also ehrlich jetzt. Da muss aber ganz dringend los. Okay, Moment. Elias, ich hol einmal kurz irgendwie was zum dich da rausholen, okay? Wir machen jetzt die Tür zu. Ich meine, also irgendwie... Ich finde nichts, Leute. Ich finde einfach nichts. Waschmaschine nichts. Hier auch gar... Oh, Mann. Ich gebe ihm erstmal ein Plüschteddy oder so mit. Ach, ich kann mit einem Plüschteddy eh nichts machen. Es ist so ruhig da unten. Hallo? Was ist hier los? Alter! Charlie, bist du jetzt das Skibidi Toilet geworden? Oh Gott, Leute, ich habe ein ganz großes Problem. Was geht da mit deinem... Was ist denn da mit deinem... Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Setz dich mal... Was mache ich denn jetzt mit dir? Oh Gott, Leute, ich habe ein ganz großes Problem. Er ist jetzt einfach das Skibidi Toilet geworden. Ich werde so riesen Ärger kriegen. Emily, wie ist das passiert? Emily, du hast das doch gesehen, oder nicht? Wo ist die... Die Toilette ist jetzt ja an ihm dran. Oh, Leute, ich bin sowas von geliefert. Okay, ich bringe dich jetzt nach oben. Und ich muss das jetzt irgendwie mit deinem Bruder da wieder hinkriegen. Ich muss vielleicht ins Labor gehen oder so. Du bleibst jetzt hier. Ich werde jetzt mit deinem Bruder mal spazieren gehen. Und bitte, bleib hier liegen, okay? Ich muss es nochmal sagen, Leute. Kack bitte nichts voll, okay? Emily, ich weiß, du machst Haufen wie eine Große, aber das geht eben nicht. Jetzt muss ich mal mit Elias, mit Skibidi Elias, mal ganz kurzen Schrittchen laufen, Kollege. Ja, das mit deinem Kopf hier in der Toilette ist auch irgendwie ziemlich crazy. Der Fahrstuhl, ja, ich muss ihn jetzt wieder rufen. Wir gehen jetzt mal ins Labor. Weil das, was hier gerade passiert ist, das ist bedenklich. Ich muss das irgendwie wieder hinkriegen, bevor dein Vater wieder da ist. 12 Sekunden später. Okay, wir sind hier im geheimen Labor. Moin, Newt. Du musst mir mal ganz schnell einen Gefallen tun. Ich habe hier ein ganz großes Problem mit einer Skibidi Toilet. Mach bitte sofort die Türen auf. Oh, ey, Leute, was mache ich denn da jetzt? Erstmal die Türen öffnen. Oh Gott. Guckst du noch einmal so komisch, gibt's Stress. Rein damit hier ins Becken. Oh. Passiert da was? Das findest du auch noch lustig? Diggi, also, nee. So, Moment mal. Ich muss jetzt irgendwie erstmal einen Trank oder so hinkriegen, damit wir den wieder zurückentwickeln lassen. Boah, Newt, komm mal her, hier mach mal die Blume klar. Ich werde dir jetzt verschiedene Tränke geben. Ich weiß noch nicht welchen, okay? Aber. Vielleicht können wir... Nee, wir können davon nichts nehmen.
Gut, wir nehmen jetzt erstmal die blaue Essenz und packen die hier rein. Und dann schalten wir die Schalter ein und machen jetzt erstmal einen Trank. Das könnte ja schon dafür sorgen, dass das Baby hier auf jeden Fall vielleicht wieder zurückentwickelt wird. Und ich hau das Gebräu mal rein. Geht los jetzt hier. Sehr gut. Einmal die Flasche, einmal den Kessel, einmal hier. Okay, das hat irgendwie nicht so viel. Da ist doch dein Körper! Baby, da ist doch dein Körper! Ich bin so verwirrt. Okay, wir bleiben cool. Ich habe noch ungefähr 2 Stunden, bis dein Vater wieder da ist. Und bis dahin müssen wir dich irgendwie wieder zurückverwandeln. Gut, also, ich muss jetzt irgendwie das Baby füttern. Ich muss an... Warte mal, wir haben hier doch einen Schlüssel und so gekriegt. Ja, perfekt. Den machen wir jetzt erstmal hier rein. Gut, was kann ich tun? Ich könnte die Flasche nehmen, aus dem Kessel abfüllen und dir eine grüne geben. Das ist eine Furzflasche. Let's go! Leute, das passt ja so gut zur Skibidi Toilet. Junge, flieg! Okay, Moment. Ich glaube, wir füllen jetzt die Flasche ab, machen den Magneten hier dran. Oh Mann, ich muss den Griff jetzt irgendwie noch da reinkriegen. Moment, das habe ich gleich. Ich bin sehr perplexed. Okay, wir drehen am Ventil. Nein! Ja, er wird auf jeden Fall, glaube ich, da jetzt nicht eingesogen, oder? Kann er da eingesogen werden? Hä? Was ist da denn gerade passiert? Okay, komme ich jetzt an den Schlüssel ran? Immer noch nicht. Ja, Leute. Das Jahr wird jetzt wieder babamäßig gelaufen. Oh, Leute, ich muss einen anderen Ansatz ausprobieren. Ich glaube, ich gehe wieder zurück in die Bude. Hier werden wir definitiv nichts. Moment, ich könnte es noch mit einem anderen Trank probieren. Wir gucken einmal. Okay, das ist nur so ein blöder Furztrank. Es sind nur Furztränke, oder was? Was soll ich denn mit diesen Furztränken? Ja, Elias, dann lass uns mal. So, mein Lieber, ich bring dich jetzt in die Wohnung zurück und... Oh, Emily, was hast du denn da auf dem Boden gemacht? Oh, Mann! Ja, ich weiß auch, ich bin überfordert. So, ich hole jetzt die Kelle und dann machen wir das hier wieder alles. Wo ist der Haufen hin? Hast du da gerade was runtergeschluckt? Hey, Kollege, guck mich an. Wo ist der Haufen hin? Oh Gott, das kann doch nicht wahr sein jetzt hier. Oh, Alter, was geht denn da mit seinem Kopf ab, Bro? Weg mit dir! Meine Güte. So, Emily. Dafür, dass du hier auf den Teppich hingekackt hast, machst du auch einen Abgang. Diese Videos werden ja immer verrückter. Oh Gott, was ist denn mit dir passiert? Hilfe, Leute, sein Kopf. Oh, ich mach das hier. Was soll ich denn jetzt tun? Okay, du gehst jetzt erstmal hier rein. Und, ey, Bruder, ich muss mir jetzt für ganz dringend was einfallen lassen. Ich habe nur noch 1 Stunde Zeit. Junge, wer bist du denn? Wer bist du, Alter? Das ist Marvin. Wer seid ihr denn? Okay, ich habe jetzt echt eine ganze Menge Babys. Wie werde ich die jetzt am besten los? Emily, du gehst oben schlafen. Aber in mein Bett gehst du jetzt schlafen. Ich schmeiß dich mal darauf. So, was machen wir mit den anderen beiden? Du, weißt du was? Dich kenne ich eh nicht, Digga. Du kannst mal rausgehen hier. Und was mache ich mit dir, Marvin? Du kannst jetzt mal im Stuhl sitzen bleiben, okay? Guck von mir aus da die ganze Zeit. Was schaust du denn da die Vase an? Ist da was? Was siehst du da, Kollege? Ist auch egal. Ich muss jetzt erstmal das mit der Toilette hier irgendwie in den Griff kriegen. Also, Leute. Ich muss mal kurz nachdenken. Wie ist das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Moment. Wenn ich hier vielleicht ein bisschen rumschleudere, vielleicht nochmal ein bisschen so. Ja, ich hab dich. Und nochmal so. Und hier nochmal so ein bisschen mich dreh und darüber hinwerf. Oh. Ich glaube, es hat geklappt. Elia! Okay, ja, ja, okay. Ja, das wird mir auch Angst machen, Marvin. Entspann dich mal. So, jetzt müssen wir dich irgendwie zurückverwandeln. Oh, warte mal, ich habe ja hier noch ein paar Tränke. Moment mal. Ganz kurz. Okay, was haben wir hier drin? Kriegen wir das jetzt irgendwie wieder rückgängig gemacht? Wir haben den schwer... Hier, trink mal was. Okay, der hält die Klappe. Wir haben hier den... Den Trank werde ich Ihnen jetzt erstmal geben. Oh Gott, oh Gott, was ist denn hier los? Leute, guckt euch mal die Toilette hier an. Bro, hör mal auf zu tanzen. Dein Bruder ist ja auch schon völlig... Digga, was geht denn hier? Elias, hör jetzt bitte auf, dich zu drehen, Mann. Oh, Leute, ey, das ist mir alles so viel hier. Bruder, was ist mit seinem Kopf los? Ich bin hier nur von Verrückten umgeben. Okay, Brudi, letzte Chance. Vielleicht könnte man dir diesen Trank hier geben.
Bro! Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Alles gut bei dir? Warte kurz, ich hab eine richtig gute Idee, Leute. Vielleicht der radioaktive Trank. Der ist es doch. Der ist es doch, oder? Warte mal, und wenn ich ihm noch einen gebe? Ich gebe ihm einfach noch den hier. Hä? Was ist das denn? Oh Gott, Leute, die Skibidi-Toilette ist zu klein geworden. Okay, das Ding bringt auf jeden Fall auch nichts. Ich gebe dir mal den Furztrank noch oben drauf. Okay, Leute, ich muss jetzt mal den goldenen nehmen. Der könnte es vielleicht sein. Vielleicht ist er das. Bringst du den jetzt? Wo ist er hin? Elias? Wo bist du? Hört ihr das? Auf Toilette weint jemand. Elias, ja! Er ist zurückverwandelt. Nice. Bro. Was war denn da gerade mit der Toilette los? Ich sag dir eins, ne? Nie wieder gehst du in diese Toilette rein. Gar nicht mehr. Also zumindest heute nicht, wenn du keinen Mist baust. Bro, ich weiß nicht, was mit deinen ganzen Geschwistern los ist, aber die... Guck dir das mal an hier. Der dreht seinen Kopf da um 180 Grad. Mann. Ich krieg einen Anruf. Hallo, Denno. Ja, hallo. Der Nachbar hat sich gerade beschwert gehabt und meinte, irgendwie eine Toilette ist kaputt gegangen. Nee, hier läuft alles ganz gut. Also, hier ist alles in bester Ordnung. Nein, ich wäre in 5 Minuten da. Nee, keine Vorfälle. 5 Minuten? Ja, ungefähr. Ist es ein Problem? Alles gut. Ja. Nein, kein Problem. Okay, bis dann. Tschüss. Leute, haben nur 5 Minuten Zeit, dann kommt der Vati zurück. Okay, okay. Wie kriege ich das hier mit diesem Kopf jetzt irgendwie wieder richtig gedreht? Moment mal. Ich muss erstmal das Baby im Flur entsorgen. So, du... ja, ich hab ne Idee. Das Baby kommt jetzt in den Fahrstuhl rein. Ich kenne das ja nicht mal. Also, wir packen das da jetzt rein. So, du machst einen Abgang. Zack, rufen wir in den Fahrstuhl. Und das Ding ist erledigt. Jetzt müssen wir nur noch 3 Babys irgendwie gut managen. Okay, warte mal. Ich muss jetzt ganz schnell die Flasche aus dem Kühlschrank nehmen, das Baby erstmal füttern, damit er sozusagen Puber gemacht hat. Dann muss ich die ganz schnell schlafen legen. Ich hab nicht mehr viel. Trink die Flasche jetzt. Bro, trink die Flasche jetzt, verdammt nochmal! Letzte Warnung! Nope. Okay, ich kümmere mich jetzt erstmal um das Baby oben. Hier ist alles sauber. Ich tue so, als würde das Baby vielleicht malen. Setz dich hier hin und nimm die Stifte in die Hand. Mal hier irgendwas, okay? Ich komme gleich wieder. Okay, Leute, Baby Nummer 2 haben wir uns gekümmert. Was machen wir jetzt mit Marvin? So, du bleibst hier. Ich mache jetzt nochmal die Flasche warm, okay? Irgendwie. Ich packe dir jetzt den Ofen rein. So, machen wir zu. Alles in bester Butter. So, ich hab die Flasche Tür. Was machst du? Was? Bro, ist das ein Breakdance? Elias, yo! Bruder, was waren das denn für kranke Moves? Ab ins Bett mit dir jetzt. Es gibt keine Milchflasche mehr. Dein Vati ist in ein paar Minuten da. Und ihr müsst jetzt alle irgendwie ganz schnell schlafen gehen. Du gehst jetzt hier rein. Ich muss den anderen Bruder entsorgen, Leute. Ganz schnell. Ich mach's den Dachboden auf. Ich muss hier noch alles aufräumen. Marvin, du kommst jetzt mit deinem Kopf und so. Das musst du jetzt irgendwie mal ganz schnell in den Griff kriegen. Hoch mit dir da. Und dann würde ich sagen, machen wir zu hier, ne? Obwohl, warte mal ganz kurz. Ich habe eine bessere Idee. Wir nehmen das Baby. Wir packen dich in die Waschmaschine rein, damit dein Kopf mal wieder gerade gerückt wird. Kann es was bringen? Oh, das sieht gut aus. Seht ihr das? Oh Gott, raus hier! Okay, ich habe fast alles erledigt. Nur noch die Flasche hier noch ein bisschen. Die Flasche, die packe ich ganz schnell in die Toilette rein. So, die Flasche ist entsorgt. Tür machen wir zu. Wie sieht's in der Küche aus? Ja, okay, perfekt. So, alles klar. Ich krieg einen Anruf. Es ist grün, fahr doch. Hallo? Hey, Denno, ich würde mich verspäten, weil die alle wieder nicht fahren können. Ihr verspätet euch. Ja, ja, kein Problem. Ich habe das ja alles im Griff. Super. Ja, dann lege ich mich jetzt schlafen. Danke fürs Bescheid sagen. Tschüss, tschüss. Ach, Leute, wisst ihr, ich habe heute wieder richtig Lust, auf die Babys aufzupassen. Ich bin sehr gespannt, was hier heute los ist. Jo, wer bist du denn, Bruder? Was? Du bist Marvin jetzt geworden, oder was? Jo, Marvin. Der hat jetzt grüne Augen, Leute. Hast du eine OP bekommen, oder was? Crazy. Okay, Leute, also die Mods werden immer krasser, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das ist Emily. Und wo ist Elias? Elias. Hallo. Oh, warte mal ganz kurz. Da oben habe ich doch irgendwas gehört. Elias? Keiner hier? Oh, hier ist alles entspannt. Bruder, was ist das hier mit dem Fernseher? Das haben die doch wieder gemacht, ne? Was ist hier los?
Da. Oh, der kleine Elias schläft. Och, ist das niedlich. Oh, guck mal den kleinen Butcher an, ne? Ja, Leute. Dann habe ich es ja heute nicht so stressig. Seht ihr, nur zwei Kids, kommen wir auch ganz gut mit klar. Dann wollen wir doch erstmal schauen, wie es denen jetzt mittlerweile geht. Was habt ihr hier? Digga, wer hat von euch hier hingekackt? Sag ehrlich jetzt. Wer von euch hat hier unten einen abgedrückt? Warst du das, Emily? Warst du das, hä? Warst du das? Die ist ruhig. Ja, du bist ein ruhiges Kind, das habe ich schon festgestellt. Komm mal hoch hier, Marvin. Warst du das? Hast du hier die Kacke gemacht? Wollen wir das mal gucken? Hä? Wollen wir das mal gucken, ob du das hier gemacht hast? Ich bringe dich jetzt erstmal dahin. Heute kein Ausrasten, Leute. Heute bin ich ein ganz guter Vater. Hä? Oh Gott, die Kinder weinen. So, pass mal auf, Emily. Du, bleib mal locker. Ich setz dich mal ganz kurz hier hin. Oh Gott, ich muss nach oben. Mit Elias stimmt irgendwas nicht. Elias. Elias, ich bin noch da. Elias, was ist denn los hier? Och Mensch, bist du aufgewacht? Tut mir leid, ich wollte nicht meckern. Wirklich nicht. Aber deine Geschwister haben unten einfach einen abgedrückt. Ja, Esso. Ehrlich, ich finde das auch nicht korrekt. Leg dich hin, schlaf noch ein Ründchen. Na, heute musst du wirklich, du musst nicht aufstehen. Du kannst durchpennen, wie du möchtest. Alles klar, mein Lieber? Okay, bis dann, mein Bester. So, dann wollen wir mal. Müssen wir erstmal hier den AA jetzt wegräumen, ne? Dann mache ich das mal ganz kurz sauber. So, Teppich sauber, alles ist wieder gut. Ich hole den Marvin nochmal ganz kurz von drüben. Habt ihr Hunger? Soll ich euch was zu essen machen? Digi, ich kann dich ja nicht mal irgendwie... Willst du da jetzt sitzen bleiben oder was? Ja, bleib doch von mir aus sitzen, ist mir doch egal. Meine Güte nochmal, ey. Der will ja nicht runter, Leute. Was soll ich machen? Vielleicht ein Käsetoast. Ja, wir könnten einen Toasty hier reinpacken. Und dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen Käse drauf. Ein bisschen hier Tomate und so weiter. Leute machen ganz entspanntes Käse-Schinken-Sandwich mit, Moment, das machen wir natürlich nicht. Hier mit nochmal Zwiebeln und Doppelkäse drauf, ja. So, meine Liebe, willst du heute ein gutes Sandwich essen? Dein Bruder will nichts und der da oben schläft. Mach ich nur für dich, okay? Na gut. Ich muss noch einmal ganz kurz los. Ich habe Ketchup vergessen. Ich komme gleich wieder und kaufe das ein, ja? Schade, Schokolade. Ketchup war leider ausverkauft. Emily, ich mache dir das Sandwich jetzt ein bisschen trocken, ne? Aber ich sag mal so, das mit dem Käse kommt ja auch in Ordnung. Oh, was machst du denn hier? Mensch, hast jetzt doch Hunger bekommen oder was? Ja, komm mal mit, Marvin. Ich bring dich mal zum Tisch, okay? Ich stell dich mal jetzt hier hin und dann gucken wir mal. 12 Sekunden später. Freunde, ich habe einen Sandwich-Maker am Start. Habt ihr Bock auf ein Sandwich? Ja, ich mache euch kurz eins, ne? Das ist hier schon fertig gemacht. Noch ein bisschen Gurke drauf. Hä? Digi, was ist das? Nutella? Sag mal, wer von euch beiden hat auf den Sandwichmaker geschissen? Wer war das? Du warst das, Marvin, oder? Ich hab dich da gerade aus der Küche geholt. Ja, gut. Wenn die meinen, gibt's halt ein Sandwich obendrauf. Oh Gott, was ist da denn passiert? Es tut mir leid. Ich wollte das doch alles gar nicht. Ihr könnt das... Holt euch das Sandwich selber aus der Küche. Ich bin raus. Das war's für mich. Weg. Feierabend. Tschüssi. Tschüssikowski. Ja, moin. Ich bin's, Denno. Hey, ich hab grad abonniert. Du sag mal, ich hab hier ein kleines Problem. Und zwar hat eins deiner Kinder in den Sandwichmaker geschissen. Wirklich? Ja, wirklich jetzt. Echt jetzt. Das freut mich zu hören. Ja, das ist normal. Wie, das ist normal? Das ist doch nicht normal. Bruder, die ganze Bude ist jetzt hier irgendwie verflucht. Wie redest du über meine Kinder? Ist das dein Ernst jetzt? Dich werde ich feuern. Ja, nein, bitte nicht. Dann lass meine Kinder hinmachen, wo die wollen. Ja, okay. Ja. Leute, wir müssen wieder rein. Och, Mann. So, Kinder. Ich hol den Elias mal ganz kurz aus dem Bett, glaube ich. Oder? Hallo? Das ist für eine Milchflasche da hinten. Ich nehme die jetzt. Und dann bringe ich die durch diesen riesigen Kühlschrank. Wo zur Hölle bin ich, Alter? Raus hier aus der Wohnung. Na? Ey, was ist das denn hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott, raus da, Elias. Was? Du bleibst jetzt hier, Marvin. Du gehst jetzt auf die Couch und bleibst da sitzen. Ich will von dir nichts hören, ist das klar? Und du... Ich weiß auch nicht, Alter. Ich leg dich mal kurz auf den Ofen, ne? Ich leg dich mal hier kurz ab. Mach das mal bequem kurz. Ey, Leute, ich bin völlig überfordert, Mann. Hier, nimm was zu trinken. Oh, das ist was Gutes, ja? Okay. Soll ich dich zum Wickeltisch bringen? Okay, Bro. Jetzt wird's bisschen sass, Mann. Jetzt wird's ziemlich komisch, Leute. Elias, ich bring dich da jetzt hin, okay? Was bist du denn für einer?
Ich meine, du hast coole grüne Augen, aber Junge, warum lacht der Elias so? Ist hier irgendwas passiert, Kollege? Ich habe doch hier gerade das Baby auf den Wickeltisch gebracht. Dann bringe ich halt Emily da auch rauf. Muss ich alle drei jetzt wickeln oder was? Ja, Mensch. Muss ich halt auch noch wickeln. Auch mit dir rauf da auf den Wickeltisch, ne? Jo, Alter, ist der größer als die anderen? Marvin, Digga, du bist aber ganz schön breit geworden, Kollege, ne? Muss ich schon sagen. Ja, okay, ich kann jetzt hier keinen wickeln. Ja, gut. Denke ich jetzt nach Hause. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, ist mir das auch egal. Dann lasst euch halt nicht wickeln. Ist mir Lachs. Das war's. Ich komme dann morgen wieder. Gucken wir, was passiert ist. Strom ist aus. Na, dann schlafe ich halt im Flur. Okay. Oh, oh, oh Gott. Alter. Ey, ich habe gerade einen Albtraum, glaube ich, gehabt. Die Lage hier ist ein bisschen wieder entspannt und... Hey, da seid ihr ja. Und was sitzt ihr hier so auf dem Teppich? Jetzt ist aber irgendwie Marvin aber ein bisschen kleiner geworden oder was? Der war doch irgendwie ein bisschen größer, oder nicht? Elias, weißt du was? Du kannst jetzt erstmal in Ruhe Fernsehen gucken. Ich muss dich ein bisschen um Emily kümmern und dann... Digga, ist das, was ich denke? Bro! Wer von euch hat da diesen abgrundtief großen Elefantenhaufen gelegt? Das werden wir jetzt überprüfen. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Und du bleibst hier. Du ist das. Du ist das. Und du ist das hier. Und jetzt setze ich mich auf die Couch und warte. Mann, was ist denn das hier? 6,5 Stunden spät. So, dann gucken wir doch mal, was hier gelaufen ist. Na, Marvin? Okay. Das sieht auf jeden Fall nach aus, als wärst du nicht der Übeltäter. Das heißt, du kannst dich jetzt hier entspannt erstmal auf den Stuhl raufsetzen. Dann gucken wir mal bei Elias nach. Na, Elias? Boah, das ist schon echt eine stabile Wurst. Da bist du richtig glücklich drüber. Auch okay. Also, kann ich nicht sagen. Und was ist... Emily? Emily! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Das Ding ist ja noch größer als unten! Mit dir gehe ich jetzt mal direkt zum Kinderarzt. Da scheint irgendwas ganz und gar nicht zu stimmen. 2 Stunden später. Ich bin wieder da vom Kinderarzt. Hallöchen! Boah, was riecht denn hier so? Elias? Du, kann ich deine Schwester mal hier ganz kurz lassen? Was guckst du denn so? Junge, was stinkt hier so in der Bude? Was ist... Was ist denn hier... Bro! Das Klo ist verstopft! Diggi, was hast du denn hier gemacht? Die Toilette geht nicht mehr! Mann, Marvin! Ey, Diggi! Och, wie soll ich das denn jetzt wegkriegen? Bruder, dein Kopf, also wirklich, das passt ja 1:1 zu dem Haufen, den du da gelegt hast. Ja, Leute, ich muss jetzt erstmal kurz los und einen Klempner rufen, was soll ich sagen? Boah, ey, das war vielleicht ein Akt, hier gerade das Klo sauber zu machen. Ich habe die Babys aus dem Auge gelassen. Kinder? Kinder? Oh, die Tür ist auf. Hallo? Keiner da. Ich mache die Tür lieber erstmal zu. Da lachen Kinder oben. Kinder? Kinder, was macht ihr denn hier? Sag mal... Not good. Elias, Marvin, was macht Emily da in der Waschmaschine? Emily, sag mal, was haben die denn da mit dir gemacht? Seid ihr bescheuert oder was? Jetzt geht's erstmal ins Bettchen für dich. Mach dir mal keine Sorgen. So, Kollegas, was war hier los? Was ist hier... Hat da einer Emily in die Waschmaschine gesteckt und da auch noch reingemacht? So, Kollege, du kommst mit. Du bleibst jetzt hier bei Emily. Ich weiß nämlich ganz genau, wer das war. Elias... Mal mit dir in die Waschmaschine, Kollege. Und dann können wir dich mal einmal drehen mit dem Kackhaufen da drinnen. Na, und los geht's. Ja, los. Na, wie fühlt sich das an? Findest du das gut? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, mein Lieber, jetzt bist du auch mal voller AA. Dann werden wir dich nochmal ganz schnell waschen. Toilettentaucher zu und machen wir runterspülen. Ciao, ciao. Also ganz ehrlich, die Kinder von heute werden immer schlimmer. Okay, Leute, ich bin langsam ziemlich müde und der Elias weint. Naja, ich musste dich halt waschen, Brudi. Hier ist jetzt Schluss mit lustig für heute. Du kriegst jetzt Fläschchen von mir, damit du auch mal die Klappe hältst. Weil mir, also so langsam geht mir das hier wirklich auf den Geist mit dir, ne? Ja, ne, kannst du auch ein bisschen lachen. So, dann ist ja alles gut. Ich mache jetzt hier mal zu. Da reden wir am besten nicht drüber. Das können die Eltern dann später weg... Okay. Oder wie bist du denn da jetzt schon wieder in den Sitz reingekommen? Es ist mir einfach zu viel. Ich sag, wie es ist. Mit euch beiden, einer ist schlimm. 2 sind okay. Ich dachte, ich kann's. Aber Bro, jedes Mal hier mit dem Stuhl da auch. Boah, Junge, ey. Du gehst jetzt auf den Dachboden, Marvin. Und dann bleibst du da oben auch. Du kannst da bleiben. Nee, da brauchst du jetzt auch gar nicht weinen. Das ist mir egal. So, Emily, komm mit. Die ist jetzt auch. Du rufst gleich deine Eltern an. Oh Mann, du bist ja die Schwester. Ich vergesse es jedes Mal. Ja, dann kommst du heute hinter den Tannenbaum. Du kommst hinter den Tannenbaum. Hinter den Tannenbaum habe ich ge... Okay, Digga, dann halt nicht hinter den Tannenbaum. Dann mach einen Abgang.
Mann, ey, ich hab die Schnauze voll langsam. So, komm mit, Elias. Du bist ja eigentlich der, auf den ich immer aufpassen sollte. Was war denn das jetzt da gerade mit der Tür? So, und weil ich immer nur auf dich aufpassen soll, sind mir die anderen Babys jetzt auch wirklich egal. Ich zieh dir jetzt eine Windel an. So, komme ich jetzt hier rüber oder gehst du ins Bettchen schlafen? Brauchst du nicht so zu gucken. Tut mir ja leid, aber Mann, ich hab die Schnauze voll mit den ganzen Würstchen hier und so. Mann, ab ins Bett mit dir, Elias. Ich lese jetzt eine Geschichte vor und dann gehst du schlafen. Ich bin nämlich auch langsam müde. Es war ja mal ein glatzköpfiges Baby, das hatte blöde Geschwister, hat überall hingekackt, war echt super nervig und deswegen ist es direkt eingeschlafen. Die Geschichte ist total doof und du auch. Ende. Oh Junge, der Typ ist auf jeden Fall weg. Der schläft jetzt erstmal eine Runde. Das erste Baby schläft. Perfekt. Da heult ja gar keiner mehr. Marvin, was machst du denn da unten auf der Treppe? Wer hat hier auf die Treppe ein Abge... Was ist das denn hier? Wer hat denn hier die ganze Bude voll gemacht? Marvin, was ist hier los? Komm mal mit mir, mein Kollege. Junge, guck dir das mal an. Was ist denn das für ein Oschi? Der ist ja fast genauso groß wie dein Kopf. Okay, ich gehe mal weiter. Da hat irgendjemand in den Flur... Die werden ja immer größer. Emily! Was ist das denn? Oh mein Gott! Ja, moin, hier ist Denno. Du, es gibt Probleme im Fahrstuhl. Ich komme damit wahrscheinlich nicht mehr nach Hause heute. Also bleibst du länger. Ja, außerdem kündige ich. Was? Leute, ich sag euch ehrlich, das mache ich nicht mehr weg. Ey, also so schlimm habe ich es ja noch nie erlebt. Marvin, was ist das hier? Weißt du, wie ich meine? Diggi, also, Digga, rein da jetzt. Oh, Bruder, Alter, die sind ja alle drin verschwunden. Oh Gott. Lass mich nach Hause. Oh Gott. Hallo, ich bin Elias. Wollen wir heute Denno ein bisschen reinlegen? Hier bin ich. Lass ein Abo da und like das Video. Ansonsten komme ich zu dir nach Hause, okay? Viel Spaß. Oh Mann, ich muss ganz schnell auf Toilette, Alter. Oh Gott, ich habe so einen Durchfall. Gott sei Dank ist das Baby nicht mehr da. Ich muss auf Klo, ich muss auf Klo. Was machst du? Baby? Was machst du in meiner Wohnung? Oh nee. Oh, warte mal ganz kurz. Ich muss jetzt aber mal ganz schnell. Ganz schnell. Oh, oh, Bruder. Oh, oh. Oh, 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 oh Gott, okay. Elias hat sich schon wieder meine Bude geschlichen. Bruder, heute nicht in meiner Wohnung. Elias, wo bist du? Ich hab dir gesagt, heute... Hä? Mir reicht's langsam! Letzte Warnung jetzt. Ich gehe jetzt ans Klavier und dann spiele ich. Und wenn du da nicht kommst, dann gibt's die osmanische Rückhandschelle. Hast du mich verstanden? Tür. So. Rein jetzt. Ja. Ja, was denn? Hör auf rumzuheulen. So, weißt du was? Deine Mama hat mir erzählt, wenn du nicht hörst, soll ich die Musik anmachen. Und wenn ich das mache, mein Lieber, wenn ich das gleich mache, schmeiß ich dich in den verdammten Lüftungsschacht. So, mach die Tür auf. Die CD, warum die hier ist, frag nicht, soll wohl gesichert sein, weil das Baby nur Unsinn im Kopf hat. Jetzt muss ich in meinem Zimmer in eine Rückwand gehen, um diese blöde CD zu holen. Es kann echt nicht wahr sein. Musik wird abgespielt und jetzt will ich, dass du herkommst, junger Mann. Aber ganz schnell. Gib mir den verdammten Schlüssel. Und jetzt machen wir mal die Mucke aus. So, Bruder. Ich hab dir gesagt, was passiert, wenn du mich reinlegen willst. Und jetzt mach einen Abgang. Hör auf zu weinen. Du kannst in meiner Bude bleiben von mir aus. Du nervst, Mann. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich meine natürlich, ich gehe jetzt erstmal in den Keller. Ich muss jetzt hier erstmal dafür sorgen, dass wir... Der Strom ist aus. Ha, ha, ha. Wisst ihr was, Leute? Nehmt das Baby mit, weil ich soll ja auch aufpassen. Okay, was geht hier ab? Hallo? Elias? Elias! Was ist denn mit dir passiert? Was machst du denn da am Fernseher? Junge, warum bist du denn so groß geworden? Digga, der checkt ja gar nichts mehr. Hey, Bro!
Elias, hallo. Hey, was ist denn los mit dir? Junge, ich krieg das fette Baby einfach nicht. Jo, wie viel wiegst du? Ich muss was unternehmen. Hier stimmt irgendwas nicht. Mann, da stinkt ja auch ganz komisch in der Bude drinne. Okay, ich gehe jetzt erstmal gucken, wie ich den Fahrstuhl hier wieder aktivieren kann. Ich muss nämlich mal ganz dringend zu den Eltern hoch. Und das ist nämlich der Fahrstuhl. Jetzt muss ich erstmal sehen, dass wir den mal ganz schnell aktivieren. Wir haben hier hinten so eine Stromhütte. Das Lachen gehört. Das war doch ein Kinderlachen. Da war doch ein Kinderlachen. Du hast doch die Tür zugemacht. Okay. Ich nehme mir erstmal eine Sicherung und pack die mal ganz schnell hier rein. Als nächstes packen wir die Sicherung hier rein. Okay. Soweit, so gut. Ja. Elias, was hast du da in der Hand? Hey. Hey! Gib mir die Sicherung wieder, Mann! Du verdammtes Baby! Glaubst du, ich mach Spaß oder was? Hör auf zu weinen! Ich setz dich da jetzt hin und du machst keinen Ärger, ist das klar? Ich pack jetzt die neue Sicherung da rein. So, ich mach den Spind jetzt erstmal zu. Was machst du da? Wo wolltest du da gerade hin, mein Lieber? Willst du mich eigentlich komplett jetzt hops nehmen? So, das reicht mir jetzt auch. Ab mit dir in den verdammten Kerker da unten rein! Hallo? Elias? Ja, Leute, aus den Augen, aus den Sinn. Kein Problem für mich. Und die Sicherung ist auf entspannt wieder am Start. Let's go. Sowieso, das Dreckskind des Jahrhunderts. Das war doch alles nur Spaß. Das war doch alles nur Spaß, Bro. Eine Stunde später. Na gut, mein Lieber. Es reicht jetzt mit dem Mondspielchen. Das kannst du auch mal knicken. Am Ende des Tages ist es doch, weißt du, ich meine das doch nicht so. Bro, komm schon. So, jetzt aufhören. Elias, die Spielchen sind auch langsam nicht mehr lustig. 12 Sekunden später. Hör mal zu, kleiner Junge. Hör mir mal. Ey, hör auf, da jetzt rumzuspringen. Das ist mein Klavierstuhl. Elias, komm da jetzt runter. Das ist deine letzte Warnung. Es ist gefährlich, hier zu... Oh Mann, was ist... Ich hab doch gesagt, du sollst das nicht machen. Ich muss das Baby loswerden. Wie mach ich das denn? Ich hab ne Idee. So, dann hat sich das ja erledigt. Fällt ja gar nicht auf. Ich würde sagen, das kann erstmal in meiner Wohnung bleiben. Ich mache mich jetzt mal ganz schnell aus dem Staub. Boah, ich sag euch ehrlich, ey, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig mit dem Kind. Ach ja. Was? Hey Elias, da bist du ja wieder. Dir geht's ja gut. Oh Gott! Was geht da denn ab? Mach die verdammte Tür auf! Das war doch nur ein Witz, Bro. Ich wollte dir eigentlich helfen. Oh mein Gott, da ist ein zweites Schloss. Elias! Elias! Oh Gott, mach die verdammte Tür ab! Oh Gott. Oh Gott. Alter, das war's. Ich kündige. Yo, was geht denn hier? Bin ich gerade aus dem Kühlschrank gekommen oder was? Junge, 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 Junge. Was geht denn da draußen ab? Ey, was ist denn hier los? Rudi? Hey, Bro, machst du da gerade einen Fortnite-Dance oder was? Das ist nicht dein Ernst! So, mein Lieber, Musik jetzt erstmal ausmachen. Und jetzt erklärst du mir mal, was du da gerade machen wolltest. Und hör auf, stopp zu gucken! Ganz ehrlich, ich schmeiß dich einmal komplett durch die Bude, du Idiot! So, jetzt kann man reden. Also, was sollte das gerade? Ich hab dir das verboten, oder? Ich hab dir das verboten, jetzt musst du mit nach oben kommen. Das wird nicht schön für dich, ich sag's dir jetzt schon. Wir gehen jetzt durch die verbotene Tür, wir beide. Ja, das glaubt ihr mir nicht, aber das machen wir jetzt halt wirklich. So, und jetzt geht's halt ins verbotene Bettchen auch irgendwo, damit hier Feierabend ist. Ja, ich mache jetzt die Tür auf. Ich hab dir das gesagt, komm mit. Komm mit jetzt. Ja, wir gehen da jetzt rein. Du glaubst mir das nicht, aber wir gehen jetzt durch die verbotene Tür. Ich setz dich jetzt hier rein. So. Er bleibt jetzt hier im Hochstuhl. Elias, das ist nicht witzig, okay? Das ist wirklich nicht witzig. Was soll das? So, da machen wir diesen. Na komm.
Rein da durch die Tür. Sollst du durch die verdammte Tür da jetzt? Also, du hörst jetzt mal auf mich. Da du jetzt nicht durch die Tür wolltest, kommst du jetzt eben in das ganz böse Bett. Willst du das? Ab ins Bett! Ja? Ist das gut? Da liegst du gerne drin? Ich bin mir ja nicht so sicher, ob das so gut ist. Ja, aber weißt du was? Mach mal. Hallo? Hallo? Ich glaube, das war doch nicht so eine gute Idee, Leute. Hey. Oh, wie lang ist denn der Flur da hinten? Ah, entspannte Augen, okay, ja. Alles klar, Mann. Elias, können wir noch mal reden? Wir beide? So, mein Lieber, jetzt geht's ab ins Bett und heute schläfst du mal im ganz dunklen Keller. Mach's gut und da bleibst du jetzt auch. Und wenn ich noch einmal den Fortnite-Dance sehe, dann knallt's. So. Ja, manchmal braucht man die ganz anderen Erziehungsmethoden. Ist einfach so. Morgen, ganz sicher. Ja, Leute, dann würde ich doch sagen, machen wir mal einen entspannten in meinem Labor.